Jo, ich klemme die Kamera mal fett für euch ein. Ein bisschen hier so tun, als ob das hier so voll underground wäre. Ist es ja auch. Ich hatte eigentlich die 31 angedreht, aber oder so ein Jahresrückblick. Daraus ist dann geworden meine Kunstkarriere. Und das dachte ich, nein, muss nicht sein. Wofür? Kann ich mal vielleicht irgendwann anders machen. Ist Silvester, wie das so ist. Letztes Jahr war ich das erste Mal Silvester, die ersten 4 Stunden, bevor es dann halt mit der Partnerin in den Silvester ging. Jetzt bin ich hier. Ich habe zwar irgendwas da gedreht und ich habe es mir auch angeguckt, aber ich wusste, das ist Unsinn, das braucht ihr jetzt nicht. Da habe ich dann halt zwischengerechnet. Da habe ich mal ein Projekt gemacht 2017, dann 16, dann 17. Dann 2020 war das, wegen Corona ist dies passiert. Gehört hier nicht hin, nicht so. Aber ich bin ja trotzdem hier und arbeite heute auch. Ich habe die letzten Tage gearbeitet. Ich mache euch gleich eine Inlineskater-Kiste fertig, denn ich habe mir für das nächste Jahr ganz, ganz viel vorgenommen. Dazu gehört auch Skaten. Weil, das hatte ich in dem anderen Video gesehen, dass ich nicht geladen habe. Gesprochen. Ich habe mir vor 2 Jahren überlegt, dass es übertrieben krass wäre, Kamerafahrten mit einer Actioncam beim Skaten zu machen. Liebe Grüße an West Brennweite auf Instagram. Der Typ hat das tatsächlich gemacht diesen Sommer. Und ich habe recht behalten. Also dieses Hinterherfahren bei anderen Leuten, die skaten oder BMX fahren. Wenn du eine Actioncam hast, der hat hier auf so einen Tisch geklebt oder auf so ein Heft geklebt und hat die so gehalten wie auf Pizza so. Ich habe hier sogar meine Actioncam liegen, aber ich lasse das. Also spektakuläre Aufnahmen. Sehr gerne einschauen. West Brennweite auf Instagram. Ist nicht so viel online. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schlimm, dass ich jetzt hier Werbung gemacht habe. Dann habe ich das hier ausprobiert. So eine günstig irgendeine Merchandise-Tüte zum Bemalen. Ist aber kein Leinen, sondern irgend so ein Zauberplastik. So seht ihr, das ist, ich habe eine Leinwand genommen. Ich will auch unique Textilien machen. Und teste mich an verschiedene Textilienmodelle ran. Das ist eine Schallplattenplatte. Da wird noch Vinyl draufstehen, zu erhalten bei meinem Shop. Jetzt wüsstet ihr gerne, wie mein Shop heißt. Ne? Ich habe gar keinen Shop. Ich habe einen Kleinanzeigen-Account, den ich seit 4 Monaten nicht aktualisiert habe. Der heißt irgendwas mit Mate und es gibt Gemälde zu kaufen. Sehr günstig. Aktualisiere ich das oder mache vielleicht so eine Verknüpfung hier hin. Ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht mache ich das, ich weiß nicht, wie das geht. Gut, sonst habe ich viel weiter gemalt. Ich beende jetzt gerade das hier. Das ist auch ursprünglich irgendwann angefangen zu malen. War ich denn so klug und habe das rechtzeitig noch aktualisiert? Seit wann ich das jetzt übermale? Ich übermale das dieses Jahr. Und ursprünglich kommt die Leinwand aus Köln. Warenhandel GmbH. An dem Strichcode der Leinwand werdet ihr vielleicht erkennen, aus welcher Produktion sie kommt. Ich persönlich habe mir diesmal nicht die Mühe gemacht, das aufzuschreiben, weil bei den anderen Bildern, die ich überarbeitet habe, die 10 Jahre alt waren, habe ich mir diese Mühe gemacht, das irgendwie zu notieren. Dann habe ich noch einen, das ist gut. Hier, guck mal, Robbruder, Alter, für dich. Du weißt es noch nicht. Kriegst du, wenn ich aus dem Urlaub komme. Habe ich aber vor Weihnachten angefangen. Dann habe ich meine Airbrush-Pistole ausprobiert. Ich kann euch noch nicht sagen, ob das ein sinnvolles Gimmick ist oder nicht. So sieht das aus. Wenn man das anmacht, macht das auch so. Und wenn man so macht, kommt auch Luft raus. Hört ihr? Ja, ich weiß nicht, ob es an den Farben lag, den Aufsätzen, nicht genug geschüttelt. Ich war nicht so begeistert bei der ersten
3-Stunden-Session, immer wieder sauber machen, vorher Batterie nicht vernünftig aufgeladen. Meine Schuld. Gut. Oder vielleicht Material doch nicht so gut. Dann weniger meine Schuld. Rosa Parks ist da. Ich war heute an der Rosa Parks. Stand aktuelles Video. Das habe ich gestern hochgeladen. Dann habe ich genau 3 solche Stoppschilder. Das erste fast fertig. Also ich halte es ein bisschen, dann macht es mehr Sinn. Als wenn ich nur. Guck. Cool, ne? Cool. Gut. Ich muss auch sagen, nachdem ich das letzte Video mir angeguckt habe, das über 20 Minuten ging, war ich von mir selber nicht so begeistert. Es war fast schon ein bisschen Geheule. Und dann wollte ich mich lieber auf andere Dinge konzentrieren. Statt zu jammern, was schiefgelaufen ist durch Corona. Andererseits ist ja sehr viel gut gelaufen und so. Tolle Dinge sind passiert, tolle Momente haben stattgefunden. An tollen Momenten durfte ich teilhaben. Ein sehr schönes Leben habe ich führen dürfen. Unglaublich viel zugenommen habe ich auch. Ich habe durch Corona von 90 Kilo, nicht ganz, 98 auf 136. Das war nicht so geil. Das gucke ich gerade. Ich habe gestern ein Regal fertig gemacht. Und ich habe auch in dem Video erwähnt, dass ich eine Biersammlung geschenkt habe, bekommen mit diverse Biere zum Antesten. Gut, ich bin kein Kostverächter. Ich werde sie antesten. Ich habe ja letztens so Bolligwitze gemacht mit Napivkos Bolkiem. Also Witze. Ich habe quasi adaptiert, was er macht. Ich habe ein Bier aufgemacht, das ich nicht getrunken habe. Und gesagt, ist cool oder nicht. Der macht das in dem Livestream im Moment. Und vorher hatte der es halt auch gedreht und dann halt so abgeloadet. Jetzt habe ich euch eine Tasche gezeigt. Die sieht aus wie von einem 14-Jährigen. Und ja, eine Pistole. Pistole auf der Brust. Ja, gut. Die komplizierten Bilder war ich zu faul. Aber ich habe ja noch 10 Tage Urlaub. Das denke ich, kriege ich hin, dieses Kumpelsbild. Irgendwas klebt. Ah, okay. Ich habe so einen Kinderstuhl und der hat hinten so Dingens und der war mein T-Shirt. Wie findet ihr das? Habe ich drucken lassen in einer Druckerei, die hat auch irgendwas mit West. Auf der Krim gibt es eine Druckerei, sehr cooler Typ. Da kannst du dir Flexfit fertig machen lassen oder T-Shirts. Ich stehe jetzt nicht auf und nehme fertige Bilder in die Hand. Es sind viele fertige Bilder entstanden dieses Jahr. Es gab sehr spannende Ereignisse in meinem Kabuff hier. Die nächsten Tage muss ich mir Zeit nehmen für den anderen Kabuff. Der ist zwar nicht baufällig, aber leicht renovierungsbedürftig und liebebedürftig. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Vielleicht filme ich das. Ich habe mit einem Typen geschrieben namens Leon. Ich habe die Dosen jetzt schon fertig gemacht. Also ich plane zu Rosa Parks zum Malen zu gehen zum 2. Januar. Dann mache ich gleich meine Inliner-Kiste fertig. Da mache ich ein separates Video auf jeden Fall, weil ich will das separieren, so ein bisschen wie das BMX fahren. Und dann sagen, so und so ist gelaufen. Und da nehme ich mir aber gleich auf jeden Fall die Zeit für. Und dann könnt ihr das erste Inline-Skater-Video, das ich gefilmt habe, ist mit so einem komischen Decathlon-Schuh aus 2000, jetzt, lass mich rechnen, 22. Ich konnte den teuren Schuh nicht kaufen, ich habe den teuren Schuh gekauft, der hat mir nicht gepasst, ich musste ihn zurückschicken. Und dann gab es kein 49. Gut, ich mache mir gleich trotzdem 10 Minuten die Zeit, erkläre euch, was ich herausgefunden habe. In diesen 2 Jahren Research, was ich für Schuhe gekauft habe und warum. Und dann kommen irgendwann die ersten Inline-Videos, beziehungsweise die ersten Videos, wo ich dann die Kamera von den Skates aus halte, wenn das denn alles so funktioniert, wie ich mir wünsche. Aber was soll's, ihr könnt dann einen dicken Mann fallen sehen. Ich denke, Schutzkleidung trage ich dann trotzdem. Das habe ich beim BMX-Fahren oder der Sportarten, die ich mein Leben lang irgendwie gemacht habe. Inlineskaten war ich jetzt eigentlich 20 Jahre nicht. Aber ich konnte krass Inlineskaten im Vergleich zum BMX fahren. Und da habe ich viel rausgeholt. Das Ding mit dem Gewicht ist, diese 30 Kilo müssen runter. Ist besser für die Gesundheit.
Und das, was ich machen möchte als Wunsch für meine Freizeit, da stören mich diese 30 Kilo. Und ich habe schon mal 2017, da habe ich auch 135 Kilo gewogen und auch auf 98 Kilo abgenommen, sogar sehr schnell. Da hatte ich aber Glück, ich hatte eine Woche Fieber. Und in dieser eine Woche Fieber, ich hatte wirklich sehr starkes Fieber, habe ich schon 6 Kilo abgenommen und dann der Riss ging quasi wie von alleine. Und jetzt im Moment habe ich kein Fieber, ich wünsche mir auch keins. Nur das ist sehr schwierig abzunehmen. Und arbeiten gehe ich ja auch noch. Und da muss man das alles irgendwie, man will tausend Dinge. Ich will ein Bild malen, ich will mit einem Kollegen telefonieren, ich will einen Kollegen treffen. Dann diese 39 Stunden Arbeit. Dann will ich zumindest dreimal die Woche Abendbrot mit meiner Partnerin essen. Vielleicht noch viermal mit dem Hund raus. Am Wochenende am besten auch wenigstens einmal und so weiter. Ist schon sehr schwierig zu timen. Familie und so, ne? Kennt ihr alle, die über 20 sind, die versuchen dann auch halt ihre Woche irgendwie zu regeln. Gut. Den Rest regle ich dann jetzt. Also ich habe tolle Bilder fertig gemacht. Da mache ich euch irgendwelche Slideshows. Und ich habe mir überlegt, ich habe nicht so spektakulären Skizzenbuchkram von anderen Künstlern. Aber ein bisschen was habe ich. Ich habe ein, sehr wenige werden ein Sime haben. Ich habe ein Weird Monkey Sime. Dann habe ich, ja gut, die Schweig- und die Merz-Dinger habe ich euch gezeigt. Was habe ich noch? Ich habe einen Crashed aus Aachen. Dann habe ich aber nur einen Tag von Smog, der ist auch Tätowierer. Aber ich bin dran, ich mache mehr. Ich habe Epos-Aufkleber auf dem Schrank. Aachen-Ruhrgebiet ist der. Ich habe Sabrina the Giant. Ich habe vier echte Warhols, aber Drucke aus seiner Lebzeit. Die sind wenig spektakulär. Aber ich versuche mal. Ich habe einen Kachelmann auf Leinwand. Ich gucke mal, dass ich euch so ein Video fertig mache, was meine Kunstsammlung angeht. Und Blackbox. Dann habe ich, als ich die neue Kamera hatte, irgendwann Anfang des Jahres ein Video gedreht mit der neuen Kamera damals, wie ich in Subway Art blätter. Da musste ich mir jetzt noch 2 Stunden Zeit nehmen. Weil ich dachte, wenn ich die Seiten, die ich gefilmt habe, fotografiere, kommt das geiler. Ich denke auf jeden Fall komplett voll. Das Problem ist, ich habe es nicht gemacht. Ich habe eine neue Kamera. Ich habe noch eine neue Kamera. Aber genau dieses habe ich nicht gemacht, diese 2 Stunden. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil das ist schon sehr spannend. Und ich glaube, Martha Cooper stört das nicht. Also macht sie eigentlich nur noch berühmter und wichtiger. Ja, und ich denke, es wird in den nächsten 6 Wochen werden die ersten Reaction-Videos kommen. Vielleicht gehe ich auch auf Twitch online, aber ich glaube, das ist eher schwierig. Ich glaube, ich mache ein paar Reaction-Videos und dann gucke ich mir mit euch Skate- oder Graffiti-Videos an, vielleicht eine Doku. Und dann schauen wir uns vielleicht auch auf Twitch was an. Und dann wird es einen regelmäßigen Zyklus geben, irgendwie alle einmal die Woche oder alle 2 Wochen. Da kommt dann parallel zu dem ganzen Kram, der kommt, noch so eine Reaction oder vielleicht ein Live. Aber das schauen wir uns erstmal in den nächsten 4 bis 6 Wochen an. Equipment ist da. Jetzt muss man das alles nur irgendwie funktionieren, laufen bringen. Ich meine, selbst wenn ich bei einem Live wie beim letzten Mal mit 2 Leuten online bin, und die machen nur Daumen und schreiben nicht. Ist nicht schlimm, weil es bleibt ja trotzdem. Ne? Und ich glaube, das ist schon interessant, gemeinsam Reaction auf Graffiti und Skate-Videos zu machen. Da muss man dann schauen, wie man das macht, welche Uhrzeiten denn sinnvoll sind. Und High Five. Ich hoffe, ihr seid sehr gut ins neue Jahr gekommen, denn heute ist der 31. Dezember. Und das kommt bestimmt nicht von morgen online. Oh, bam.